Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge Who's the Next Talent. Und die letzte Folge, die ist ja ein bisschen länger mittlerweile schon her. Ich denke mal über einen ganzen Monat und heute sind wir wieder hier am Start mit der nächsten Folge. Und ihr seht, wir brauchen auch noch ein paar Upgrades auf 4 Positionen. Haben wir immer noch einen Bronzespieler am Start auf einer Position, immer noch einen Silberspieler. Deswegen hoffe ich, dass es heute endlich soweit sein wird, dass wir vielleicht am Ende der Folge mit nur noch einem Bronzespieler rausgehen. Das wäre auf jeden Fall ideal, wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Und falls ihr die Serie noch nicht kennt, dann checkt auf jeden Fall mal oben auf dem i, rechts oben in der Ecke jetzt mal aus. Denn da findet ihr die erste Folge, da ist die ganze Erklärung, wie das ganze Prinzip abläuft. Für die Leute, die das Ganze schon kennen, die müssen sich das natürlich nicht anschauen. Aber wir starten jetzt rein in unser erstes Spiel und hoffentlich direkt mit dem ersten Upgrade. Und wir haben den ersten Gegner gefunden. Von seinem Gesamtrating sah er deutlich besser aus. Und sollten wir das Ganze gewinnen, müssen wir mal schauen. Gibt es einen 87er Stürmer, der 92 maximal geboren ist? Da müssen wir mal schauen. Sollten wir das Ganze allerdings verlieren, kriegen wir wieder einen Downgrade. Auf der Rechtsverteidigerposition einen 58er. Darauf hätte ich überhaupt keine Lust. Jetzt der schöne Pass auf Martial. Der holt den Elfmeter raus. Der haut mich einfach um. 20. Minute, es gibt den Elfmeter. Da war ich jetzt selber überrascht. Bisher bin ich noch überhaupt nicht in diesem Spiel drin. Also unsere Mannschaft spielt sich derzeit echt katastrophenhaft. Aber wir kriegen jetzt den Elfmeter durch Milik. Und den werden wir schießen, wie wir es immer machen. Milik mit dem Elfmeter und er hält den einfach. Was ein Scheiß. Stark, Brozovic. Was macht Milik schon wieder? Was macht Milik einfach? Den verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt aber Brozovic mit der Chance. Und der Ball ist drin, aber was macht Milik da? Der sollte irgendwann mal reinstarten als Stürmer und nicht die ganze Zeit nur doof rumstehen. Oh, das war mal stark gespielt und da muss Milik jetzt auch eiskalt sein. Milik, der ist nicht eiskalt. Was macht der Junge? Was macht der Junge? Wir können jetzt nochmal rüberspielen auf Martial und jetzt hoffe ich auf dieses Tor Milik. Meine Güte, ich weiß nicht, was der Gegner jetzt gerade macht, aber der muss doch einfach reingehen. Brozovic wieder mit der Flanke an den langen Pfosten und jetzt aber mal das Tor und Ter West ist da und unser Rechtsverteidiger mit dem 2:0 Führungstreffer, 44. Minute, stark gemacht. Oh, nächste Chance, Milik ist durch und jetzt machen wir es klar, ich glaube wir sind jetzt langsam im Spielfluss drin, Milik mit der Chance und direkt das 3:0 wiederum noch vor der Halbzeit. Noch mehr Glück für dich oder was? Ja, komm, spring ihn noch 5-mal ins Gesicht wieder, geil! Und damit ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen gegen den ersten Gegner mit 3:1 und können damit den Winners Prize in unser Team mit aufnehmen. Und damit begrüßen wir unseren neuen Stürmer im Team und zwar Mauro Icardi, der für mich auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Upgrade zu Milik ist. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der bei uns einschlagen wird. Allerdings möchte ich jetzt langsam mal Upgrades auf die anderen Positionen haben, wo wir immer noch unsere Bronzespieler haben. Und das hoffe ich, wird jetzt in Zukunft kommen. Wir gehen jetzt rein in das nächste Spiel, in das zweite Spiel der heutigen Episode. Der nächste Gegner ist am Start. Und ja, wir könnten einen 64er Innenverteidiger vielleicht gebrauchen. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben wir hier 64er Spieler, sonst einen 64er Linksverteidiger. Muss ich nachher nochmal nachschauen. Und der Loser's Prize wäre ein 59er zentral-defensiver Mittelfeldspieler. Auf unseren Bronzespieler. Der legt den nochmal ab auf Icardi und der versucht jetzt mal durchzugehen. Kommt leider beim ersten Mal nicht durch. Aber Martial mit dem Pass jetzt auf Brozovic und den muss er machen und Brozovic eiskalt 1:0, 13 Minuten gespielt und wir führen durch das Tor von Brozovic. Ich weiß, es war nicht unbedingt exzellent von mir gemacht, hatte ich noch ein bisschen Glück, dass der Ball letztendlich reingeht. Ich hätte locker noch ein paar Schritte gehen können, aber na gut, wir führen 1:0 nach 13 Minuten. Schön gespielt und der Pass nach außen, der kommt leider nicht an, aber wir setzen uns gut durch. Gibson ist durch, jetzt der Pass in den Rückraum, das ist exzellent gemacht und dann haut er den aufs kurze Eck anstatt aufs lange. Der jetzt mit seiner ersten 1 gegen 1 Situation könnte da jetzt nochmal zur Eckfahne durchstarten, stark gemacht. Jetzt nochmal den Ball da irgendwie zurückziehen und in die Mitte bringen und ja, das ist auch wieder eine Chance, die man eigentlich nutzen muss, sonst wird das früher oder später bestraft. Und warum ist er jetzt bei der Ecke wieder weg? Ich wollte ihn eigentlich da behalten. Ey, was ist denn das schon wieder? Meine Güte, was für ein Amateur bist du? Ja, bravo!
Oh, schön von Icardi, seine erste große Chance für uns. Und die nutzt er nicht. Meine Güte, musste er einfach ins kurze Eck, oder beziehungsweise hätte ich einfach ins kurze Eck machen müssen. Da war ich ein bisschen zu eifrig, denke ich mal, bei der Sache dabei. Aber er kriegt jetzt direkt die nächste. Komm, Icardi, zieh durch und den nutzt du jetzt. Aber Icardi mit der nächsten Chance und jetzt Martial, ich nehme den extra an. Und dann steht es 2:1. Nach diesem ärgerlichen Gegentor, wo ich mich schon wieder so ein bisschen abgefuckt gefühlt habe, machen wir jetzt das 2:1 und ich hoffe, das können wir jetzt die 90 Minuten halten. Außen ist er doch. Außen ist er doch. Ich will da sogar hinlaufen. Ich will da. Thielmanns und der ist drin. Danke. Alter, das ist das ätzigste oder das ätzigste Spiel, was ich bisher hatte in FIFA. Also das ist wirklich eines der schlimmsten Spiele. Der Gegner hat zwei Chancen. Beide ahne ich komplett. Und beide gehen rein. Das ist eine Frechheit, finde ich. Also sage ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, wenn ihr das in der Nachspielzeit oder beziehungsweise in der Nachspielzeit... Wollt ihr mich verarschen, EA? Wollt ihr mich echt verarschen? Das wäre das nächste Mal gewesen, echt. Jetzt aber, Martial, du hast ja wohl noch Power. Er hat überhaupt keine Power mehr. Shit, ich habe vergessen, Fitness am Anfang den Spielern zu geben. Das ist natürlich ein Problemchen. Aber wir machen ihn trotzdem. Komm jetzt, aber Onyedima wenigstens. Und der macht den 4:2. Ein Glück, dass wir das sogar noch mit 2 Toren Differenz gewonnen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein sehr, sehr schlimmes Spiel. Trotzdem nehmen wir jetzt unseren Winners Prize mit, auch wenn das nicht unbedingt der beste war. Also es war jetzt nicht so ein wichtiges Spiel. Trotzdem gewinnen wir mit 4:2. Und damit geht es in die letzte Partie mit dem letzten Winners Prize. Den müssen wir natürlich auch nochmal wechseln. Und damit verlässt uns auch der letzte Spieler im 50er-Bereich. Dazu kommt ein alter Bekannter, sage ich mal. Und zwar Charles Alenya. Den kennen wir bereits schon aus der Karriere mit Eintracht Braunschweig. Da hat er wirklich hervorragende Leistungen erbracht. Mal sehen, ob das hier genauso läuft. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf jeder Position im 60er-Rating. Und ich bin gespannt, was Charles Alenya so für Leistungen abrufen kann. Und dann gehen wir jetzt in unser letztes Spiel, in das letzte Spiel der heutigen Episode. Okay, der Gegner ist gefunden. Und sollten wir das Ganze gewinnen, kriegen wir anscheinend schon wieder einen neuen Stürmer. Und sollten wir das Ganze verlieren, kriegen wir auch einen Upgrade auf der Innenverteidigerposition. Und zwar einen 82er Spieler. Mein Gott, das ist das krasseste Team, gegen das wir je spielen konnten und durften. Das wird eine richtig harte Partie. Ich glaube, ich muss mich wirklich zu 150% konzentrieren. Kein Abseits. Pass geht zurück. Pass geht in die Mitte. Auf Alenya, der geht da direkt mal durch. Jetzt der Pass auf Martial und dann führen wir 1:0. Wir führen 1:0 gegen einen Gegner der Extraklasse von den Spielern. Und es ist auch die erste richtig große Chance im Spiel. Martial mit dem ersten Tor. Aber jetzt sind wir durch, jetzt sind wir durch und Icardi muss jetzt auch mal seine Chancen nutzen und Icardi ist eiskalt. 35 Minuten gespielt, 2:0 Führung, starker Doppelpass. Und jetzt könnten wir eigentlich schon mit diesem Ergebnis in die Pause gehen, damit wäre ich ganz zufrieden. Ich glaube, wir sind immer noch bei 2 Chancen bisher in dieser Partie und wenn er jetzt Rage quittet, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Meine Güte, Rage Quit des Gegners, der hat bisher gar nichts hinbekommen und es sah gar nicht mal so schlecht aus. Alenya auch direkt mit seiner ersten Vorlage und damit bekommen wir den Winners Prize. Da muss ich mal schauen, ob das irgendwie möglich ist oder ob wir uns auf einer anderen Position verstärken. Je nachdem, wie die Coins das Ganze sagen und wie das Alter der Spieler mit unseren übereinstimmt. Aber wie gesagt, fast jede Chance ein Treffer, richtig starkes Spiel von uns. Gut, dann geht es jetzt zum nächsten Upgrade. Und ihr habt wahrscheinlich gesehen, der Gegner gerade eben hatte als besten Spieler den 91er in Form von Higuain. Und der war leider preislich und alterstechnisch überhaupt nicht möglich. Deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen umentschieden. Und zwar habe ich mal geschaut, auf welcher Position könnten wir denn am dringendsten einen Spieler von ihm gebrauchen. Das war die Innenverteidigerposition, das war der schlechteste Spieler, war insgesamt bei ihm auch einer der bestbewerteten Spieler mit Mats Hummels mit einem 87er Rating. Und ich habe einfach mal geschaut, wer ist denn wenigstens einigermaßen jung. Und da bin ich dann auf den Schluss gekommen, ja, Koulibaly ist jetzt nicht unbedingt der Älteste, sondern der ist ein bisschen jünger, ist insgesamt erst 25 Jahre, wird jetzt bald 26 und damit gehört er zu den jüngeren Innenverteidigern, weil es einfach im 89, 88, 87er Bereich kaum Innenverteidiger gibt, die jetzt sonderlich so jung waren und ich glaube Varane war der erste, der einen Tickchen jünger war, der war 22, aber der war einfach preislich überhaupt nicht möglich. Deswegen habe ich das Ganze jetzt so gemacht, ich habe nicht gedacht, dass wir in dieser Folge schon so teure Upgrades bekommen werden mit Icardi und dann noch mit einem weiteren Innenverteidiger.
Deswegen hatte ich leider gerade nicht so viele Coins auf Lager, aber in der nächsten Folge werden dann auf jeden Fall wieder ein paar mehr Coins am Start sein. Da werde ich auf jeden Fall was machen, damit wir in der nächsten Folge wieder jeden Spieler kaufen können, der am Start ist. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, ihr könnt mir hier verzeihen. Vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat diese Folge hier mal wieder gefallen von Who is the Next Talent. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir ja die 200 Likes und checkt auf jeden Fall meinen Instagram-Account in der Beschreibung aus. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.